Willkommen zurück zu FA. Ja, dieses Mal ohne Nico. Und ja, mal gucken, ob die Runde besser wird als die letzte Runde. Das lief ja nicht so mega gut. Ich hoffe, dass es Team Deathmatch wird. Weil, wie gesagt, Terminal Conquest mag ich nicht so mega hart. Am liebsten immer noch TDM. Oh, shit. Ja, okay. Aber gut, dann spielen wir Terminal Conquest, kein Problem. Ja, und wie gesagt, Nico ist nicht dabei. Ich möchte auch noch möglichst viele Folgen aufnehmen, wie halt geht. Weil mit Nico kann ich nicht mehr so viele Folgen aufnehmen, weil so viel Zeit haben wir da nicht, gemeinsam dann noch ein paar Runden zu spielen. Ein paar werden auf jeden Fall noch gehen, aber nicht so mega hart. Viel. Deswegen spiele ich ein paar Runden alleine und ja. Gut, noch ein paar Sekündchen und dann geht's hier los. Was haben wir denn so für Leute in der Lobby? Sehe ich schon? Ja, noch nicht. Was geht? Einige, die ein hohes Level haben. Boah, ich bin so lahmarschig, ey, Bormer. Der Typ vor mir ist auch ein bisschen tanky, ein bisschen mehr Leben und der ist einfach schneller. Glaube ich zumindest. Sah grad so aus. Oh nein, nein, nicht zu mir, nicht zu mir. Ich sehe nix, scheiß drauf. Oh, das ist ein Sentry? Nee, nee. Was ist denn hier? Oh. Das macht ihm keinen Schaden. Ich dachte, er wäre vielleicht ein Gegner. So, einnehmen. 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 Wie von links kommt einer. Oh, da zieht der aber hin, das ist gut. Ah, da sind Leute, da sind definitiv Leute. Kann man eine Granate schmeißen? Nee, egal. Shit. Oh, fuck! Weg hier! Oh, wenn wir unfair. Achtung, da kommt jemand gleich. Und nicht auf mich, bitte. Bitte nicht auf mich. Fuck, auf mich! So unfair! So, jetzt gucken wir mal, wo die Gegner da sind. Alles bekommen? Okay. In der Stadt noch, okay. Alter, durch die Wand durch oder so? Unfair. Richtig unfair. Kann man auch durch die Wand durchziehen oder war das wieder Verzögerung? Ich habe einen 40er Ping, das ist eigentlich okay. So, müsste gut gehen. Tja, lief alles sehr gut, leider nur noch den Kill bekommen. Auch schon wieder auf mich. Warum? Vor allem von wo? Die Drohnen! Oh, nur weil die Drohnen sind hinter mir auch hochgesprungen anscheinend oder hochgeflogen. Ich habe gehofft, dass die mich nicht da oben bekommen. Och Mann. Ich habe richtig geilen Spot gehabt. Ich hätte den bekommen. Also denke ich zumindest. Weiß mir ja deshalb nicht so genau. Na gut. Alter, also, wie hab ich den geschossen? Und natürlich hab ich wieder einen Drohne gekillt. Menno. Aber warum soll's auch laufen? Nein. Ist der gleiche Tag wie für vor der Folge. Von daher läuft immer noch nicht. So, nochmal hier hoch. Jetzt aber. Ey. Da war doch einer. Uiuiui, diese scheiß Drohnen, ey. Wo? Der ist nicht gestorben, was? Nein, unfair. Nein, ich hab gehofft, die brauchen noch ein Sekündchen länger. War echt dumm zu denken, aber. Komm, ich hab den genug reingesammelt. Ich konnte auch nicht leider fürs Ziel entscheiden. Das war einfach too much. Ah, Finale, ach, gewinnen wir wahrscheinlich sogar. Ja gut, unser Team ist ganz gut, ne?
Ich habe nicht auf den. Ich habe nicht darauf geachtet, dass er hier da steht. Sorry. Ich muss gucken, ob ich diese Bohre umrüsten kann, dass die auf Entfernung besser ist. Vielleicht können wir da noch irgendwas schrauben. Komm, manchmal nach 800 schauen, Leute, oder? Machen wir mal gemeinsam. Gucken wir uns die Waffe mal an. Vielleicht können wir da noch irgendwas verbessern. Ich glaube zwar nicht, aber. Auf alle von uns. Nein! Oh, Lacker, oh, Lacker. Oh, diese Scheiß. Nachladen, was? Warum denn jetzt? Oh, was für ein Unluck habe ich denn gerade? Ich dachte, ich hätte nachgeladen gehabt. Oh, Mann. Ich bin tot, oder? Oh, ich lebe noch. Leute. Was ist nur? Fuck. Jawohl! Mann, ey, Kopfschuss, geht doch. Ich habe gerade meinen Tacoma-Viech, Spinnenviech gesetzt. Mano. Aber gut. War eine okay Runde, würde ich sagen. Naja, wobei. Ich habe nicht viel gerissen. Aber immerhin nicht letzter, ne? Okay, Leute. Dann lass doch mal bei der Seburo da gucken. Ob wir da was dran schrauben können. Haben wir Zeit. Nico ist nicht dabei. Upsala. So. Wo ich noch Level 19 werde? Tja. So viel da bin ich. Ja, 2 Kills und 9 Assists, aber das ist okay. Thorsten, roter KD. Der damals wird immer noch eine KD angezeigt. Und ich war da ziemlich gut gewesen eigentlich. Na gut, ich glaube, ich hatte eine 1,3er KD oder so. Man wird leider nicht mehr. So, Bomber. Waffen. Seburo C30 bitte. Die bitte mal editieren. So. Genauigkeit soll so gut sein. Nein, never ever. Die Genauigkeit ist gerade voll für den Arsch, finde ich sogar. Zumindest auf Entfernung. Wo ist denn die Reichweite? Ja, 23 Meter nur. Wie kann ich die Reichweite hochhauen, Leute? Wie geht das? Lass doch gerade mal gucken, wie kann ich. Mit was kann ich die Reichweite hochhauen? Ich weiß es halt auch nicht. Präzision, Bewegungsgeschwindigkeit, das ist ja nur Lauf wahrscheinlich auch nicht, oder? Reichweite plus 10%. Aber hier auch. Wir haben schon plus 10%. Mehr geht, glaube ich, nicht. Wir haben einfach generell die Waffe nicht für Reichweite gemacht. Tja. Und damals war die gute. Kommt man wieder halbe Map mitschießen. Ja, da schon mal gar nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Das wird einfach Stabilität, ja. Also, es geht nicht besser, Leute. Schade. Ich will mal ein Visier drauf, aber auch nichts bringen, oder? Nö. Will ich sowieso nicht bei der Waffe. Du kannst eine alternative Waffe mal aussuchen. Ich habe alle gekauft, kostet nichts. Vielleicht gibt es da eine, die mehr Reichweite hat. Reichweite 24 Meter. Eine mit viel Reichweite. Die haben alle nur so viel Reichweite. 25 Meter? Also eigentlich. Die haben generell die Reichweite runtergeschraubt bei MGs. Warum haben MGs eine mehr Reichweite als. Ja gut, 28 Meter ist bisher das höchste. Wollen wir mal mit der MG spielen? Vielleicht sind die ja irgendwie voll OP geworden, aber die haben keine Genauigkeit. Reichweite und keine Genauigkeit als Kombination eigentlich scheiße. Was für eine Reichweite hat die denn? 8 Meter. Tja. Ich hab's vollkommen vergessen über den Pistolen, ne. Ne, bleiben wir schön bei der hier. Ja, Leute, wir können höchstens mal gucken, ob die hier bei den Waffen irgendwas mit Reichweite haben. Krass, die Death Guard weniger Reichweite als diese Boro? Das hätte ich nicht erwartet. Die haben noch weniger Reichweite. Krass. Wow. Wow, Respekt. Okay. Dann lass mal hier unten gucken, bei den hier. Waffen! 42 Meter, die haben Reichweite, ist klar. Das sind alles Snipers. Ganz viele Sniper. Und hier haben die noch ein paar Einsatzdinger. Hm.
Stabilität ist allerdings bei den Dingern richtig geil. Schau mal, Leute. Die hier zum Beispiel. Hat eine richtig gute Stabilität. Oh, nur 12 Meter. Ugh. 20 Meter. Jetzt geht da bestimmt noch mehr. Er hat eine höhere Feuerrate, aber die hat mehr Genauigkeit. Was wäre denn, wenn wir die hier zum Beispiel mal nehmen würden? Mit ihr. Ja. Lass mal machen. Die hier. Mit einem Skin. Hier kaufen, kostet ja nichts. So, Leute. Und die jetzt? Machen wir ein Visier drauf oder machen wir kein Visier drauf? Nein. Machen wir ohne Visier. Ja, Ziel war auf jeden Fall. Kannst du plus 3. Plus 2. Plus 2. Das ist natürlich auch schwierig. Ich glaube schon das hier, was ich. Was ist das hier gewesen? Ob effektive. Ist es Schaden? Effektive Reichweite mache ich, glaube ich, mal. So. Dann. Einfach mal schöne Waffe, die hier zusammenbauen. Ein bisschen längere Folge als letzten Folgen. Ich mache ungefähr ein bis zwei Runden immer pro Folge. Und hier ist halt mal Runde mit Waffen zusammenbauen. Ist auch okay. So, Präzision plus 2, Reichweite plus 10. Reichweite? Das finde ich geil. Oder halt mit 10%. Definitiv das hier. Gut. Ist es ausgerüstet jetzt eigentlich? Ja. Okay, dann Mündung. Das hier hinten glaube ich wieder. Habe ich mich bei jeder Waffe, glaube ich, genommen. Die kann man kurz mal gucken, ob die haben nichts Gutes noch. Nee. Gut, dann Munition. Stabilität finde ich scheiße, Leute. Und das ist generell doof. Mal normal. Kleines Magazin ist okay. So, das ist noch recht wichtig. Stabilität 3, Stabilität 3, Stabilität 3. Erhöht die Stabilität nur beim Ziel nach unten. Das ist doof. Horizontaler und das war wahrscheinlich was den hier nehmen. Gut, Leute, da haben wir die Waffe gebaut und dann können wir dann jetzt in der nächsten Runde das Ding mal probieren. Könnt ihr auch versuchen, Leute. Lass mal versuchen drücken. Das kennt ihr glaube ich auch noch nicht. Man kann die Waffe kurz testen, auch bevor man sie kommt, quasi. Alter, ist die genau. Könnte eine geile neue Waffe sein, gehen dazu, Saburo. Die passiert aber überhaupt nicht. Also gefühlt. Alter. Gefühlt wie diese Saburo damals. Nicht ganz so geil. Aber guck doch mal. Ja, doch. Ups. So. Joa, das hat doch was. Cool. Die nehmen wir definitiv. Finde ich geil. So, zurück. Und. Ich habe vergessen, auf Ausrüsten zu drücken, Leute. Mach schnell, machen wir ganz schnell. Wir wissen ja, was wir nehmen. Hä? Warte, welches habt ihr jetzt genommen? Das hier effektive Reichweite, ne? Gelbe. So, das hintere. Und den hat mir das hier genommen. Das haben wir so gelassen. Und bei dem hier haben wir das mittlere genommen. Alle ausrüsten. Oh, jetzt gucken. Tak. Das haben wir nicht genommen. Da haben wir das hier genommen. Das haben wir genommen. Das haben wir genommen. Okay. So. Dann wollen wir mal. Cool.